Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Und da gucken wir doch mal da oben in den Item Shop rein. Was gibt es denn da? Da gibt es zum einen den Silberfang. Fang. 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 So, das ist wohl ein Wolf. Relativ cooles Ding. Also dem gebe ich immerhin mal 7 von 10. Wie schaut's aus beim Silver Fang? Da ist er. Gucken wir mal. So, Silver Fang. Ich bin irgendwie abgeschnitten hier. So, da ist der Silver Fang. 3,67 von 5. So, wann war denn das erste Mal drin gewesen? Am 18. März 2018. 8 Mal. 3 Votes. Okay. Dann haben wir hier den Battlehound. Also wenn man da guckt, ne, das sind ja die Augen. Also die richtigen Augenhöhlen sind ja im Mund, im Maul drin, ne? Seht ihr das? So. Sieht ein bisschen aus wie so ein metallischer Totenkopf da drin. Ja. Also auf jeden Fall, ja, ist ganz okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ich kann mit dem nicht so krass viel anfangen. Aber bei mir reicht es immerhin für 6 von 10. So, wie sieht's denn aus beim Battlehound? So, und da sind die Meinungen ziemlich ähnlich, 3,6 von 5 bei 120 Votes. Am 18. März 2018 released worden. So. Das war's hier. Dann haben wir hier. Ich muss mir so gerade mal was. Irgendwas. Ich höre momentan nichts. Ich muss jetzt noch mal. So, jetzt gucken wir mal. Kommt jetzt ein Geräusch? Ja, jetzt hören wir auch ein Geräusch. Ja, ganz kurz hier hin zurück. Ich muss auch noch mal hier kurz gucken bei der anderen Picke, wie hört die sich an? Okay. Okay. Vielleicht ein bisschen laut. So, noch mal. So ist die Clutch-Ex und ja, das ist ein Gaspedal. Teile des Cobra Crew Sets. Da unten ist eine schwarze Billardkugel, eine 8 dran, die eigentlich die Gangschaltung sein sollte. Dazwischen haben wir eine Feder. Ist eigentlich schon ein ganz cooles Ding. Also, aber. Ah. Sieht trotzdem scheiße aus. 5 von 10. So, wie sieht's aus bei der Clutch-Ex? 3,5 von 5 bei 2 Votes nur. Am 3. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Also nichts Besonderes. So, dann geht's weiter. Dann haben wir den Maverick mit einem Baseballschläger am Rücken. Gucken die Nägelchen raus. Ja, der Maverick. Ist ganz okay. Ist nicht der Oberbringer. Aber ist ganz in Ordnung. Ich gebe dem Ding. Ach, was soll ich dem geben, Mann? 6 von 10. So. Nee, 5 von 10. 5 von 10. So. Was kriegt denn der Maverick hier? Was kriegt der Maverick? Also heute sind irgendwie nur so, naja. 3,38 von 5 bei 13 Votes. 3. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Alles klar. So, das wäre der Maverick. Dann haben wir hier die Shade. Und ja,
Ein bisschen Punk-Style-mäßig. Cobra. T-Shirt. Ist ganz okay. Aber auch jetzt nicht Oberburner-mäßig. Auch 5 von 10. So, bei der Shade. Was habt ihr, wie habt ihr denn über die Shade abgestimmt? Oh, ist wieder klassisch, ne? Ist wieder ein Mädel, gell? Das Mädel kriegt immer bessere Noten. So, und da haben wir jetzt hier 3,78 von 5 bei 9 Votes. Auch am 3. August 2018 das erste Mal drin gewesen. So, das war es jetzt erstmal hiervon. Dann haben wir den Cloaked Star. So, und der sieht natürlich schon cooler aus irgendwo. Als die anderen Skins, die heute drin sind. Ja, also hatten wir das Thema ja schon einmal gehabt. Für mich so ein bisschen Marvel-Style-mäßig drauf. Und deswegen kriegt er, also ich finde den auch so ganz cool. Und er kriegt von mir 8 von. Böse. Da muss ich meine Note nochmal verbessern. Er kriegt 9. Nein, ich habe keine Angst vor dir. 8 von 10. So. Also, 8 von 10 vom Cloaked Star. Für den Cloaked Star. Und wie schaut's da aus? 4,28 von 5 bei 18 Votes. Erste Mal am 24. September 2018 drin gewesen. Ja. Ja, ist schon nicht schlecht. Also schon relativ nice. So, dann haben wir hier den Libre. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal drin gehabt. Mit diesen, keine Ahnung, was das sind, Adler, Schwingen. Libre heißt ja Freiheit. Aber don't know. Ich habe dem Ding schon einmal, glaube ich, 5 von 10 gegeben. Irgendwas mit Dreh rum. Weil er halt die Schwingen hat. Es ist zwar ein Standardgleiter, aber hat wenigstens diese Flügelchen da dran. So, dann gucken wir mal, wie sieht's denn aus beim Cuba. Nicht Cuba Libre, sorry, das ist ein Cocktail. Beim Libre. 3,14 von 5 bei 7 Votes. So, ja. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier den High Rise Assault. Ja, soll ich darauf geben? Das ist für mich nichts anderes eigentlich als ein No Skin irgendwo. Und deswegen kriegt der tatsächlich von mir 0 von 10. Ah, wieso habe ich denn ständig das Ding hier drin? Ich muss das irgendwie mal anders da machen. Ich muss das mal so. Und dann, glaube ich, passiert das nicht mehr. 0 von 10. Ist der High Rise. So, und der High Rise. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich da hochgucke. 4,75 von 5 bei 4 Votes. Das ist fast die volle Punktzahl für sowas. What? Was ist denn an dem besonders? 15. Februar 2018, das erste Mal drin. 18. Oktober 2018, das letzte Mal. Ja, kein Wunder, ist ja heute. Das ist doch. Oh mein Gott. Na gut, also. Machen wir mal ganz schnell wieder weg, das Ding hier. Jetzt kommen wir zu einem Emote. Ja, mega geil. Ein Kasachok. Oder hier der Squat Kick. Russisch. Mega cool. Das muss man erstmal nachmachen können. Das Ding
ist mega geil und der kriegt von mir, kriegt der zumindest mal, ich mach den jetzt mal so, von mir kriegt der 10 von 10. Ich finde den super geil. Und dann schauen wir mal hier rein, wie sind eure Votes dafür? 4,67 von 5 bei 3 Votes. 28. April 2018, das erste Mal drin gewesen, 12 Mal bis jetzt. So, dann haben wir auch wieder sowas, was ich nicht verstehe. Ich finde die Grotten, Potten, übel, mega hässlichen. Was ist das? Ja, sieht so schlecht aus. Ich finde, die sieht so schlecht aus. Deswegen kriegt die von mir auch nur 3 von 10. Und jetzt kommt wieder. Ja, auch das verstehe ich nicht. 5 von 5 bei 7 Votes. Ah, 14. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. Seitdem 17 Mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. 5 von 5 bei dem Ding. Naja, gut, okay. Also, wie hört die sich denn an? So, und dann kommen wir zu einem weiteren Emote, den ich ziemlich cool finde. Das ist dann auch der letzte für heute. Das ist der T-Pose. Dann schläft er fast ein. Und da gab es auch mal so einen nicen Clip, wo sich einer als Vogelscheuche tatsächlich da so hingestellt hat. Ich glaube, bei Ninja war es gewesen. Und im ersten Moment sah man den wirklich auch nicht so gut. Und dann hat er den natürlich einfach snipen können, weil, sorry, wenn einer so dasteht. Also, der T-Pose, ich finde den echt cool. Man kriegt von mir 8 von 10. Wie schaut es denn hier aus beim T-Pose? Da haben wir aktuell folgendes: 4,64 von 5 bei 11 Votes. 7. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen. Ist jetzt das zweite Mal drin. Ich finde den cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, haut rein und tschüss.